Als Kinder haben sie sich vor Spielzeugläden die Nase platt gedrückt. Altes Spielzeug versetzt aber auch heute noch erwachsene Männer in den siebten Himmel. Nur ist der Spaß erheblich teurer geworden. Ein Sammler aus dem pfälzischen Freinsheim hat ein Museum eingerichtet, fast ausnahmslos mit Blechspielzeug der jüdischen Spielwagenmarke Bing. Mehr geht nicht mehr. Früher konnte das Äffchen richtig gut turnen, doch mit über 100 Jahren ist so einiges eingerostet. Ähnlich alt ist diese Stoffkuh, ein ganz seltenes, wertvolles Spielzeug aus der Sammlung von Uwe Groll. Ein Krocketspiel, das Trendspielzeug um 1910. Ob Wissensspiele für die ganze Familie oder traurig in die Gegend schauende Dackel, in der Sammlung des Freinsheimers gibt es alles. Eines der ältesten Stücke ist diese Spieluhr von 1890. Die Melodie ist auf Dauer etwas langweilig. Aber wir sind froh, dass wir dieses Stück hier präsentieren können. Häufig sind solche alten Stücke im Laufe der Kriegswirren verloren gegangen oder zerstört worden. Altes Spielzeug ist kostbar. Je seltener, umso teurer. Insgesamt gibt es im Freinsheimer Spielzeugmuseum über 2000 Stücke. Viele sind einige tausend Euro wert. Uwe Groll sammelt seit 1996. Diese Eisenbahn ist sein ganzer Stolz. Fast jedes Teil stammt von einem anderen Sammler. Alles ist liebevoll restauriert. Um 1900 fuhren die Züge genauso durch ein Kinderzimmer. Ich bin froh, dass dieses Hobby nicht nur von mir verfolgt wird, sondern von vielen weltweit, sodass wir uns regelmäßig auf Börsen, Auktionen und bei speziellen Spielzeughändlern weltweit treffen und auch tauschen natürlich. Das Spielzeug konnten sich nur wohlhabende Familien leisten. Alles hier stammt von der Firma Bing. Die gibt es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Ein jüdisches Unternehmen. Die Besitzer mussten vor den Nazis fliehen. Doch vorher war Bing ein richtiges Imperium. Deutschland war mit der Industrialisierung auch zum größten Spielwarenhersteller und Exporteur der Welt geworden. Die deutschen Spielwaren galten als sehr hochwertig und waren sehr beliebt. Und das ging sehr, sehr lange. Blechspielzeug. Heutzutage wird es kaum noch hergestellt. Es gilt als zu gefährlich für Kinder. Der Besuch des Pfälzischen Spielzeugmuseums ist eine nostalgische Reise in die Vergangenheit. Geöffnet hat es jeden Tag ab 14 Uhr.